Gute, meine Freunde, und es geht weiter mit Doorkickers. Jetzt haben wir den Banküberfall vor uns, den ich letzte Mission ja schon angerissen hatte oder letztes Video. Ja, relativ groß das Terrain. Hier oben ist die Escape Zone, da drüben ist das Geld, was gerade geklaut wird. Und hier haben wir eine ganz große Freifläche. Also ich wette, hier unten ist irgendwas, was auf mich wartet. Es wäre ja zu leicht, da oben einfach hinzurennen. Tja. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Also, was ich mir hier, glaube ich, so ziemlich sparen kann, sind Schrotflinten, weil wir haben hier doch relativ offenes Terrain. Jetzt gucke ich mir mal an, was ich hier so habe. Ihn könnten wir gerade wieder umbauen zum normalen Schützen. Ich überlege gerade, ob ich da nicht einfach noch was mit langem Lauf mitnehme. Nee, das machen wir anders. Wo ist denn mein Charakter? Da. Dem geben wir jetzt mal das Scharfschützengewehr mit. Weil wir dann einfach auf Long Range ganz gut wirken können. Hier haben wir das auch schon. Ihn bauen wir auch wieder um. So, dann haben wir schon mal wesentlich mehr Sturmgewehre auf dem Feld. Ein Schild wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Was bist du? Du bist Stealth. Stealth brauchen wir eigentlich nicht. Den müssen wir dann austauschen gegen ihn hier. Das machen wir auch gerade. Zip. Okay, jetzt haben wir hier Long Range. Ihn packe ich mal hier rüber. Schild machen wir dahin. Ja, Fat Guy auf Doom mit der Pistole brauchen wir eigentlich auch nicht. Sondern dann nehmen wir jetzt auch erstmalig bei ihm ein Sturmgewehr mit. Warum hat er denn eigentlich nur diese leichte Panzerung? Die leichte Panzerung werde ich mir auch sparen, wenn ich schon so viel offenes Feld überqueren muss. Ja, gut, Italics hat noch die Schrotflinte dabei. Den packe ich aber ganz hinten hin. Den werde ich mir aufheben für hier oben quasi. So, dann haben wir hier Schild. Ja, okay. So, und wo haben wir den Scharfschützen? Den will ich nämlich an erste Stelle, weil den möchte ich gleich hier rüber schicken. Eventuell kann ich das hier ja als Deckung nutzen. Und dann kann ich gleich dort entsprechend wirken. So, Rauchgranaten wären echt mega in dem Spiel, weil dann könnte ich hier einfach Rauch hinwerfen und hier einigermaßen sicher rüberkommen. Dann hätte ich quasi nur das, was hier in diesem Bereich ist, müsste ich decken. Das würde sich wahrscheinlich auch relativ schnell ausschalten lassen. Ich habe ja doch recht große Feuerkraft mit 8 Leuten hier und könnte dann hier erstmal in Ruhe rüberkommen oder mich auch hier erstmal positionieren, bevor hier Gegner kommen, ne? Gut, dann schauen wir mal. Gucken wir mal hier rüber. Was da so ist. Bis jetzt noch niemand. Doch, da ist was. Dann stopp an dieser Stelle. Jawohl. Ah ja, das Scharfschützengewehr, es hat sich doch gelohnt. So, okay. Dann würde ich sagen, müssten wir hier mal anfangen, uns zu bewegen. Ab und zu vielleicht auch mal dort oben hingucken. Okay. Laufen wir jetzt hier mal los und werden uns hier auch schon mal positionieren, falls die auch, ich meine, die können ja auch hier rauskommen, theoretisch, dass wir da einfach jetzt einen Sicherungsbereich aufbauen. Ich hier sogar in Kreuzsicherung gehen. Und ihn hier oben hin. Oder kommt was? Das macht mir ein bisschen Sorgen, ne? Lassen wir die doch auch nochmal darüber gucken. Beim Laufen. Oh, ich muss sagen, die sind ein bisschen nah zusammen. Dann kurz anhalten. Da kommt was. Sehr gut. Also die Jungs sichern hier ganz gut, während wir hier vorrücken. Das gefällt mir. So, okay. Denn er so leicht? Falsche Weste wahrscheinlich wieder mit. Kann ich von ausgehen. So. Das sieht soweit ganz gut aus. Hier oben vielleicht nochmal was hin. Müssen wir uns aber beeilen. Oh, da kommen schon die ersten raus. Covering. In position.
Da unten habe ich jetzt nicht hingeguckt, aber ich nehme mal an, dass dort unten nichts ist. Sehr gut. Jawohl. Handle mit es. Ha, geschafft. Was? Warum denn nur 2 Sterne? Das war doch perfekt. Da ist doch niemand abgehauen. Gibt's doch nicht. Naja gut, egal. Ich nehme das jetzt mal so hin. Und wir machen weiter. Leider kein perfekter Run hier. Get the Mastermind. Okay. Hier müssen wir jemanden festnehmen. Dann machen wir das doch auch mal. Oh. Oh. Arrest the Suspect. Okay. Auf die Map bin ich auch mal gespannt, ne? Oh. Das ist aber relativ groß hier. Die Frage ist, ob da oben was drin ist. Boah. Ja, da bin ich doch jetzt mal leicht bis mittelmäßig gespannt, was hier auf uns wartet. Okay, hier haben wir wieder die beiden Scharfschützen. Ja. Brauche ich die Stealth-Klasse gerade? Nein, dann bauen wir doch lieber den einen Typen wieder um. Weil hier könnte ich ja wieder Schrotflinten gebrauchen. Okay. So, irgendwo war noch ein Schild. Den haben wir hier. Wo ist die Schrotflinte? Nach da hinten. Dann weiß ich, wo sie ist. Jawohl. Ja, dann schauen wir mal. Ich muss sagen, die Maps sind echt geil. Die gefallen mir richtig gut. Schauen wir doch mal, was sich uns da zeigen wird für ein Bild des Schreckens. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, es schneit. Wie schön. Winter Wonderland. Die Schilde sind so langsam. Muss man nicht aufpassen, dass man die nicht überholt. Wie zum Beispiel jetzt. Ich denke ja mal, dass der Feind sich dort irgendwo rumtreibt. Ja, da wäre es ja doch cool gewesen, Stealth zu haben. Fällt mir jetzt gerade so ein, um da Feinde vor der Hütte ausschalten zu können, bevor die das merken. Naja. Ist nicht, weil gibt's nicht. Nö, schon wieder überholt. Ach man, jedes Mal passiert mir das. So. Wollen wir nicht zu viel Zeit verschwenden hier. Gucken, dass das weitergeht. Dass hier nichts im Busch sitzt. Das wäre mega ätzend. Da oben ist doch schon was. Ja, den anderen hätte ich auch anhalten lassen müssen. Aber das war ein sehr, sehr geiler Schuss, muss ich sagen. Es rentiert sich doch, hier die Jungs mit Scharfschützengewehren auszurüsten, die mit dem hohen Level, weil die doch sehr, sehr gut wirken damit. Haben wir was? Das war schade. Ich werde im Nachgang jetzt auch den Scharfschützen hier hin postieren. Ihn mal dort oben hingucken lassen, falls da was kommt. So. Und hier unten habe ich mein Zugriffsteam. So. Jawohl, ja. Langsam kommen wir in Position. Okay.
Surprise, Motherfucker. So, den Scharfschützen lassen wir hier diese lange Strecke überwachen. Dass irgendwie hinten was rauskommt. Schrotflinte nicht vergessen. Jawohl. So muss es laufen. Perfekt. Schauen wir mal da rein, wie es da so aussieht. Okay, da haben wir Feinde. Das ist ja jetzt an sich nicht so schwierig, wenn ich jetzt hier den Scharfschützen ein bisschen umpositioniere, kann ich unter Umständen den einen noch erwischen. Nee, sieht er den nicht? Ist wegen dem Busch. Jetzt unter Umständen? Nee, okay. Dann doch wieder zurück. Hier nur ein bisschen weiter rausgehe. Ich auch weiter gucken, ja, okay. So, dann machen wir das folgendermaßen. Hier werfen wir einfach die Flashbang rein. Kommt er denn her? Also nicht geplant. Bleib bitte stehen. Nein! Nein! Ach, Mist. Ist auch noch ein guter, ne? Verdammt. Okay, machen wir das nochmal. Das war ja jetzt gar nicht so schlecht. Okay, hier können wir also wesentlich schneller vorgehen, wenn hier noch keiner ist. Gehen wir schon mal los hier. Okay. Dann hatten wir das ja hier so. Nee, Moment. Scharfschützen erstmal hier langlaufen. Eventuell das in der Hütte erschießen können, was da auch immer rumlungert. Hup. Und erstmal so. Looks clear. In position. On your mark. In position. No contact. On your mark. Okay. Wilco. Roger. No tangos. In position. Okay. Hier sieht das gut aus bis jetzt. Zap. Boah, ich bin gerade selbst erschreckt. Gerade gezuckt vorm Rechner. So. Die kurz anhalten lassen. Nein, dich eigentlich auch. Okay. Komm mit jetzt. Das war unser Scharfschütze. Den lasse ich jetzt mal hier raussteppen. So. Ihn hier Position wechseln lassen. Ihn dort in Stellung gehen lassen. Die Schrotflinte holen wir auch schon mal ran. Sieht gut aus. Okay.
Ist da keiner oder was? Okay. Ich frage mich halt echt, ob da oben noch irgendwas ist, ne? Das machen wir folgendermaßen. Wir lassen einen hier zum Sichern. Und dann rücken wir hier mit den anderen weiter vor. Damit wir da einfach einen besseren Angriffswinkel bekommen. Shit. Shit, genau jetzt sehe ich den nicht. Geht doch. Okay. Nein, schieß! Nein, hat sie mit dem Schild erwischt. Ja, gut. Damit könnte ich noch leben. Da muss ja mal wieder einer sterben. Ist das die Schrotflinte? Nein, die Schrotflinte hängt hier hinten rum. Was soll das denn? So. Hier mal weiter vor. Oh, der sieht was. Nein. Sehr gut. Gucken wir mal, ob wir einen Drawbridge anbringen können. Die Schilde irgendwie sind nicht so nützlich, habe ich das Gefühl, weil die stehen immer nur im Weg rum und ich schaffe es irgendwie nie. Vielleicht mache ich das auch falsch, meine Trooper da hinten hinter denen so zu positionieren, dass die da anständig wirken können. Und dann irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, dann stehen die sich da nur gegenseitig im Weg rum und die sind langsam und halten auf. Letzten Endes fahre ich ohne Schild eigentlich immer besser. Oh, ich kriege jetzt hier Störsignale von meinem Handy. Was soll das? Entschuldigung. Was macht er denn? Oh nein, jetzt habe ich gerade das Handy weggelegt. Oh Gott. Das geht so schief. Lassen wir uns schnell wieder rauslaufen. Gut. Danke dafür, liebes Handy. Aber ich glaube, da muss ich mal kurz drauf gucken und dann spielen wir einfach danach weiter. Ich werde dann auch gleich weiter aufnehmen, denke ich mal. Also dann bis zum nächsten Part. Bin ja auch lang genug jetzt gescheitert. Und dann sage ich bis denn.